Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer in DayZ von der Kaumafia. Hier auf dem Turm seht ihr den Benny. Hallöchen. Ja, und ich bin der Johnny. Und heute haben wir einen weiteren Gast bei uns. Ja, hallo, ich bin der Max. Oh, Max treibt sich zurzeit irgendwo in der Gegend bei Berenzino rum. Und wir sind auf dem Green Mountain. Und wir treffen uns wahrscheinlich in Alter. Darisubur. Ich hab jetzt vor mir so ein komisches Schild, da stand Uaria oder so. Die Übersetzungen stehen alle auf der Karte. Ja, ich muss erstmal vom Zombie wegrennen. Oh, was? Uaria, also auf Russisch geschrieben Uaria, aber ja. Ah, du bist an. Hier an so einer Klippe. Hattest du nicht einen Salinbeck? Ja, aber ohne Schläuche. Ach stimmt, da war ja was. Du hast die Karte auf, für uns. Ins Verderben, was? Wir sind von links gekommen, ne? Ja. Wir müssen jetzt nach rechts weiter. Oh nein. Der Sonne entgegen. Gegen. Los, bist tot? Echt? Ja. Naja, ich verfolge hier gerade nur einen Zombie bis aufs. Dann renn einfach. Ich mache das schon die ganze Zeit, er folgt mich. Sag bloß. Außerdem sind es keine Zombies, es sind Infizierte. Ach, jetzt mal holen, Benni. Sagen die Entwickler, was kann ich dann dafür? Das Spiel heißt DayZ. Ja? Tag Z. Wofür steht das Z denn sonst? 4-0. Ich bin jetzt an so einem komischen Felsen hier. Scheiße. Da hast du tats könntest du tatsächlich recht haben. Aber was hast du, was hast du, was siehst du? Bin an irgendwelchen Felsen. Nein. Er fragt mich, wo ich bin. Gerade mitten im Waldgebiet. Auf einer Straße. Du hast doch die Karte auf, guck doch drauf. Ja, ich guck ja schon die ganze Zeit. Ja, dann lauf zum nächsten Ort, guck auf das Schild und dann von da aus musst du halt die Karte lesen. Ja, ist mir schon klar, wenn ich mal hier nächstes Mal finde. Du warst da eben in den Ort, oder nicht? Ja, aber diesen Ort finde ich nicht auf der Karte. Gott. Waria wird der geschrieben. Wie viele Stunden Daisy hast du schon hinter dir? Ich? Ja. 6,5. Na gut. Ey, der Zombie verfolgt mich immer noch. Oh. Hattest du schon eine Schießerei? Nein. Oh. Hast du auch schon mal eine Waffe abgefeuert im Daisy? Nein. Nach 6 Stunden hast du noch nicht einmal die Waffe abgefeuert. Nein, weil ich nur die ganze Zeit looten war. Sechs Stunden Auf. lang. Ja, und nicht auf leeren Servern war. Du warst auf leeren Server. Ja, hier wo zwei Mann drauf sind oder so. Schäm dich, das macht man nicht. Ja. Ich blende jetzt hier nicht gerade die Serverliste ein. Nein, mache ich nicht. Unser Server ist knackend voll. Hier. Der platzt aus allen Nähten. Es wird da spaßig, wenn die 75-Mann-Server kommen oder sogar die 100-Mann-Server. Aber das, dann geht's hier ja richtig ab. Ja, ruhig. Ich würde mich dann gern einmal mit allen treffen und eine Handgranate dabei haben. Oder so ein richtig schön großes Gruppenfoto. Das hätte auch was. Daisy Stammtisch. Ah, jetzt fängt er mit seinen Stammtischen wieder an. Ich habe jetzt einen Meer vor mir, oder? Was hast du, ein Bär? Ein Meer. Ein Meer. Nein! Sag bloß, in Tschernobyl gibt's ein Meer.
Da, das Meer muss auf der rechten. Ah, ich hinter dir sein. Auf der, lass mich kurz überlegen. Ja, wo soll ich jetzt hinrennen? Das Meer, lass das Meer links von dir, bis du nach Berenzino kommst. Links. Na, das endet ja hier. Wie das Meer endet da? Endet da. Ja, naja. Ich hab jetzt hier eine Bahnschiene. Ganz laufen kann. Sehr gut, sehr gut. Und ja? Links neben mir endet das Meer abrupt und geht um so eine Küste herum. Und dann kann ich jetzt entweder die Bahnschienen langlaufen oder ich gehe die Küste entlang. Auf den Schienen entlang. Ich weiß, wo lang. Ach, das ist nach mehr links. Links oder nach rechts? Links von dir. Wenn das Meer endet, wie du ja sagst, ja. Ist da ein Ort? Nein. Nein? Lauf mal den Schienen hinterher. Okay. Rechts von mir ist nett. Was ist rechts von dir? Eine etwas größere Straße, die jetzt aber weiter nach rechts oben geht. Die Angaben rechts, links helfen uns nicht weiter, weil wir wissen ja nicht, wo du bist. Oder ja, wir wissen ja nicht, ob nach Norden, Süden, Westen oder Osten gucken. Richtig. Folg einfach in die Schiene, müsstest du entweder nach, wie heißt der Ort da oben? Zu einem Ort kommen mit einem Hafen. Oder, also mit einem, ja, Containerhafen. Oder nach Berenzino kommen. Berenzino kennst du daran, dass das Schornstein hat. Ich laufe jetzt auf einer Hauptstraße lang. Links von mir ist das Meer. Ja, dann müsstest du nach Berenzino kommen. Denke ich auch. Wo sind denn die Schienen von dir? Rechts oder links von der Straße? Rechts. Rechts. Ja. Die Straße führt aber so eine Abzweigung so zu. Abzweigung? Ja, die einmal geht sie so von oben. Also von unten nach oben so ein bisschen und von oben rechts nach mehr hin. Lauf einfach der Straße lang. Real Madrid liegt 1-0 hinten. Interessiert keinen. Ob da hätten sie sich eine Stadt mit einem. Wenn du zum Meer guckst, siehst du da ein Schiff? Also so ein Schiff, was auf Land gelaufen ist? Ja. Gut, dann das muss links von dir sein, lauf weiter, dann kommst du nach Berenzino. Okay. Treffen wir uns? Nein. Wo? Wo wir uns treffen, in Starisopor. Wie? Das gucken wir mal, wie weit du kommst und wie weit wir dann inzwischen ja, sind. Ja, ich will ja, dass er die den Stromlinien folgt, denn dann kommt er ja direkt auf Starisopor. Ich bin jetzt kurz vor Berenzino. Können wir ihnen ja entgegenlaufen. Können wir machen. Wir können auch Militärbasis und nee, er fehlt nicht. Aber die Militärbasis mitnehmen. Ja. Soll ich durch Berenzino durchlaufen oder? Nein. I'm cold. Wenn du nach Berenzino reinläufst, läufst du weiter bis zur Tankstelle. Ja. Nach der Tankstelle kommt dann sofort eine Straße, die rechts reinführt. Und die läufst du dann bis zu den Hochhäusern. Da kommen dann zwei Hochhäuser. Und von da aus sag ich dann weiter. Also erstmal zu den Hochhäusern kommen. Richtig. Wenn du bis dahin überhaupt überlebst. Wo ist denn der Server? Richtig, knackend voll. Einfach die Anzahl. Keine Ahnung. Zahlen sind unwichtig. Das ist die Millibase. Links lang. Überschlag das mal grob im Kopf. 12. Kann ich auch den Bahnschienen entlang laufen und dann zu den Hochhäusern oder? Kannst du auch. Wäre mir ein bisschen sicher.
Ach, die Schienen werden die sicherer. Gut, klar. Ja. Ja, dann müsste halt die Schienen so lange folgen. Du siehst denn die Hochhäuser, sind denn rechts von dir? Wo die sind jetzt links von mir. Ja, ich meine, die Hochhäuser sind rechts von dir denn. Da ist auch eine Kirche denn. Eine Polizeistation ist da auch. Brauch eine neue Hose, meine ist zerstört. Da du mir ja mit deinen Elektro oder was hast du mit deinen? Ich hab einen teleskopischen Abstand. Ja, ist mir auf den Kopf gehauen und dadurch ist meine Hose kaputt. Ja. Kann ich ja nichts dafür, dass du dir direkt in die Hosen scheißen musst dann. So. Ja, deswegen sind meine Knie auch kaputt. So fit ist. Warum er so dick ist? Warum ihm kalt ist? Er hat Handschuhe, er hat so eine scheiß, wie heißt das nochmal, Sturmhaube auf, Helm auf, er hat eine lange Hose, eine lange Jacke, Stiefel. Ich bin jetzt in der Nähe von den Hochhäusern. Sag doch einfach, wenn du an den Hochhäusern bist. Ja, ich bin jetzt an den Hochhäusern, ich kann jetzt, bin jetzt in so einem Waldgebiet und direkt die Straße auf die Hochhäuser. Ja. Denn hinter den Hochhäusern ist eine große Wiese. Hm, rechts, ne? Keine Ahnung, ob rechts oder links. Ja, gut, okay. Direkt hinter den Hochhäusern. Und da müsste so eine Oberleitung laufen, ne? Genau, die läufst du einfach lang. Immer nur den Folgen. Weiß ich aber nicht, ob ich dann erstmal hier auf die rechte Seite. Und ich werde so mega abkacken. Das sowieso. Hier liegen vier Baguettes auf dem Bett. Läuft. Läuft. Und ich habe mein Hütchen, mein Schiffchen wieder. Gratulation, das ist ein Mädchen. I'm shaking. Ja, dann würde ich mal dir was anziehen. Ja, wenn ich aber nicht eine habe. Ich hab ein Messer. Nee, ist ein Bajonett. Hat wo? Hast du gefragt wo? Ich sagte oh. Oh, wie oh Mann. Achso, er sagte oh, wie oh Mann. Den riesengroßen Oberleitung, ne? Ja. Weg von der Stadt, nicht rein in die Stadt. Weg von der Stadt. Einfach langlaufen, ne? Ja. Immer geradeaus. Einfach folgen. Ich habe Green Cargo Pants Damage gefunden. Ich habe Green Cargo Pants Pristine. Hier war schon jemand. Weil hier draußen liegen Streichhölzer. Ruiniert. Denn bis ich die nächste Stadt sehe, dann bin ich da bei euch, ne? Nein. Okay. Hier liegt ein Ledersack. Ich glaube, hier war wirklich auch. Hier war schon jemand. Hunting Backpack. Falsch. Für alle, die sich wundern, warum ich gerade nichts mache, meine Tastatur spinnt mal wieder rum. Ich musste sie kurz abstöpseln. Natürlich war hier jemand, weil hier draußen liegt sogar ein grüner Rucksack und eine Weste. Ruiniert. Nee, damaged. Also die Weste damaged. Der Rucksack ist pristine. Oder ist es neuerdings so, dass draußen außerhalb der Baracken auch Zeug spawnt? Na guck mal, da das liegt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder durch einen Bug, dass die Spawnpunkte vielleicht sich außersehen verschoben haben. Was, ein Bug bei
Bei DLC gibt's ja gar nicht. Ja, stimmt, ist eigentlich unwahrscheinlich. Ey, hier ist ein Hunting Backpack. Badly damaged. Und meins ist auch badly damaged. Ja, was, im Gefängnis warst du schon, ne? Ja. Yep. Wo bist du gerade? Bei den zwei Baracken. Da war ich schon. Ach, sag bloß, bist mir entgegengekommen. Ich sehe jetzt aus wie so ein Special-Einsatzkommando. Runter auf den Boden, auf den Boden! Bist du im Gefängnis? Ja. Kinder geht an der Frauenknast. Tankerhelm! Gott, sieht jetzt den Kacke aus. Jetzt geht's bergab! Bayonett. Hätte mich auch schon gefreut. Oh, ein Messer, was du übersehen hast. Ach nee. War ein Bayonett. Ich sehe jetzt eine Stadt vor mir. Ja, Dubrovka. Weiterlaufen. Warum du... Bist du gerade was? Ja. Komm mal zum Gefängnis, da ist ein geiles Bild für dich. Ein geiles Bild für mich? Ja. Okay, warte, ich muss kurz aufessen. Ich bin noch im Gefängnis. Ja, meine ich ja. Zu dem, zu der Zelle. So, dann wollen wir weiterlaufen. Ah, er bricht aus, warte. Ich hole den Schlagstock raus. Oh! Ich hoffe, sonst ist meine Hose ja kaputt. Hey, uff. Provozier's nicht. Ja, ja. Sonst hole ich meine Black Mamba raus. Ach du Kacke, nein. Hast du eigentlich einen Timer gestellt? Ja. Gut. Guck gleich mal drauf. Wollen wir weiter? Ja, ich bin schon weiter. Ja, du bist aber falsch weiter. Nee. Wir müssen ja bei Cabanina vorbei. Und da laufe ich gerade hin. Denn da sein Mikrofon. Ich hatte einfach rechts liegen lassen, ne? Einfach den Stromlinien folgen. Oh, dass man einfache Anweisungen nicht versteht, ey. Aber wir sind noch gut in der Zeit. Wo bist du eigentlich? Guck mal nach rechts. Ach, da hinten läuft er. Einfach durch die Stadt da laufen oder was? Einfach den Stromlinien voll, sag mal. Okay. Was ist denn an der Ansage, die einfach den Stromlinien folgen, nicht zu verstehen? Hä? Wie oft bist du schon gestorben? Ich? Ja. Nullmal. Dann wundert's mich, dass du so paranoid bist. Alter. Ich, erster Tag in AC. Ach, ich habe ja gehört, die sind alle so sozial irgendwie. Hey, hallo, boom, tot. Erste Stunde in AC war schon so. Ja, das war die... Ich glaube, nach die ersten 5 Minuten, wo ich jemanden getroffen habe. Okay, ich muss sagen, ich hab's provoziert. Ich wollte ausprobieren, wie gut ich schießen kann. Ja, nicht gut. Ich habe keine Zigaretten mehr. Oh Gott, nein, du rauchst! Quatsch. Durch die Stadt, scheiße.
Ah, wie heißt der Film? Oh, jetzt habe ich ihn vergessen. Och, okay, das Schicksal ist ein mieser Verräter, glaube ich. Wer den geguckt hat, weiß jetzt, warum ich Zigaretten habe. Verpiss dich! Ah, nein! Was ist los, Max? Ja, ich laufe gegen eine Mauer. Er wird bestimmt wieder von Zombie verfolgt. So sieht's aus. Einfach weiterlaufen. Ah! Bei Zombie. Infizierte. Zombies. Infizierte. Du bist ein richtiger Korinthen-Kacker. Du wirst gleich raus aus dem TS. Und aus dem Let's Play. Jetzt auf unsere Mitglieder zu vergrauen, wir haben nur noch uns zwei. Wer hat denn gesagt, dass er ein Mitglied ist? Hat er die Mitgliedsbeiträge schon bezahlt? Nee, also. Hat er gerade gelacht? Ja. Nein. Ich hab nur gelacht, weil gerade ein Foul hier in der Champions League war. Ja, ja, ja. Ist wirklich so. Guckst du etwa nebenbei Fußball? Kleine Schleichwerbung für die Fans draußen. Nein, Spaß. Sky2Go. Immer online unterwegs sein. Du hast Sky2Go? Jo. Ne, kriegst du ja kostenlos dazu. Du hast was? Sky? Ja. Sky-Go. Das ist Sky-Go. Funktioniert zwar nur auf Apple-Geräten, kleine Schleichwerbung. Ja. Mann! Aber um Sky-Go zu haben, musst du auch Sky haben. Mann! Was er schon sagte, er hat Sky. Ja, aber was für ein Sky? Also bestimmt kein Bundesliga, oder? Der scheiß Zombie will nicht loslassen. Nein. Der gibt irgendwann auf. Ja, genau. Ja, zumal es geht hier berghoch und... Oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Dann würde ich sterben. Gib aber auf. Genau. Lass das nachher, macht er es tatsächlich. Das ist doch nicht mein Problem. Natürlich, wir spielen indirekt mit ihm. Noch sind wir nicht zusammengefunden. Oder haben noch nicht zusammengefunden. Also von da aus können wir der sein, aber stirbt doch nicht. Ich sagte indirekt. Ich hasse es, gegen die Sonne zu laufen, da sieht man nichts. Ja, ich sehe wenigstens noch da, wo du rumlernst. Cool. Folge mir ins Licht. Geht die Sonne gerade unter? Ich glaube... keine Ahnung. Sind wir jetzt in Starry Support oder ist das Novi Support? Das ist... Kann ich dir nicht sagen, mein Freund. Och nein. Es ist Starry Support. Ach, wir sind schon da, ja? Ja. Novi Support... eine Stadt weiter. Ist okay, wo ist denn gleich wie so ein Russe reden? Ich weiß auch nicht, warum ich das tue. Oh Gott. Und das als Königsberger, aber... Eine Spur abgekommen. Warum von der Spur abkommen? So. Wann starten wir eigentlich die Aufnahmen für unser nächstes Let's Play? Oh Gott. Gute Frage, nächste Frage. Freitag arbeite ich. Hast du schon gesagt? Da bin ich auch erst seit 23 Uhr wieder in Hamburg. Oh, dieser Dreck-Zombie hier, ey. Was bist du? Hurensohn. 23 Uhr in Hamburg? Ja. Das glaub ich nicht. Du bist doch beim Hertha-Spiel, oder? Ja, 13:30 fahren wir hier los. Ja. Das Spiel beginnt 20:30 Uhr. Ne, 20 Uhr. Ist also 21:45 Uhr zu Ende. So, und dann musst du noch bedenken... wir müssen warten, bis alle Fans draußen sind. Ja, also wie willst du denn um 23 Uhr wieder in Hamburg sein? Nachbesprechung. Ja, also, wie willst du denn 23 Uhr in Hamburg? Wir haben ja nicht lange Nachbesprechung. Das endet für uns ist jetzt... Jetzt ist hier rechts neben ein Weg. Alter, hast du mich gerade mit der Axt gehauen? Nein, ich hau die Zombies. Geh weg, renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Nein, halt's Maul, du verziehst dich. Ich hau die kaputt. Er ist hier. Du blutest übrigens. Nein, das ist Deku.
Ja, jetzt noch, mal zurück zu den Arbeiten. Um 21.45 Uhr ist das Spiel zu Ende. Um 23.30 Uhr endet auf jeden Fall meine Arbeitszeit. Ja, aber nicht in Hamburg. Ach, schnapp mich nicht voll. Du brauchst länger als eine Stunde nach Hamburg. Quatsch. Ja, klar. Das laufe ich. Na klar. Und meine Jacke ist damaged. Was habe ich hier nicht? Ich habe doch ein Serving Kit. Muss ich die Jacke erst ausziehen? War das so oder wie? Keine Ahnung. Da oben ist, Krankenhaus. Ich lauf mal kurz rein. Alles klar. Nein, ich muss sie nicht extra ausziehen. Nein, er muss sie nicht extra ausziehen. Liebe Daisy-Fans, Daisy-Fakt Nummer, kommt mir was Leichteres. Muss man nicht ausziehen. Zum Glück habe ich ein First Aid. Super. Habe ich auch. Weil du verblutest? Wäre sonst verblutet. Ach so. Mein Mega-Loot doch was gebracht, ja. Morphium. Was habe ich denn hier unten? Ich habe auch. Nee, ich habe Epiphyrin. Auch gut, auch gut. Kannst du dich auch selbst geben. Immer noch nicht merken, was für was ist. Morphium ist dafür, wenn du was gebrochen hast. Und Epipen ist dafür, wenn du bewusstlos bist. Wie soll ich mir das denn selbst geben? Du hast es dir letztes Mal selbst geben. Ja, aber wie kann ich mir, wenn ich bewusstlos bin, es mir selbst geben? Na, dann natürlich nicht. Das war eben gerade deine Aussage. Nein. Ich habe nichts gesagt, wenn du bewusstlos bist. Ich habe einfach gesagt, du kannst es dir selbst geben. Und das hast du dir letztes Mal selbst gegeben. Erinnerst du dich dann? Gut, ich sag mal, warum gibst du dir jetzt Epipen? Ey, du hast kein Videobeweis, ja? Ja und? Also, Zuschauer, das ist nie passiert. Lasst euch nichts einreden. Klar. Der böse Benny wieder. Schnauze. Wie lange sind wir eigentlich schon am Aufnehmen? Wir nehmen jetzt inzwischen 23 Minuten auf. Ja, dann würde ich mal sagen, Folgenpäuschen, wa? Ja, alles klar. Also, wie es weitergeht und ob Max uns findet oder vorher durch einen Zombie verreckt, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschüss.